So, das sind wir. Kann ich hier gerade schon kaufen? Nee. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir da dran denken. Schiff unter Beschuss. Okay, ich bin im Krieg. Kein Waffenstillstand mehr. Das ist super. Das heißt, es können wir weitermachen, die Barrel wegzuhauen. Problem ist nur, die Hochebene muss ich aufkaufen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Machen wir eine nach der anderen auf jeden Fall. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Auf dem Kap müssen wir sie noch weghauen. Im alten und neuen Welt habe ich sie schon weg. Freies Spiel. Ist das. Die Story habe ich, da habe ich abgelost irgendwann. Habe ich voll verloren. Also ich habe die Story zwar beendet, aber danach geht es ja ins freie Spiel über und dann habe ich voll verloren. Wo ist denn meine Flotte? Weit? Ist das Ironie oder ernst gemeint? Bin ich mir jetzt unsicher. Habe ich meine Flotte schon losgeschickt? Ich glaube, ich habe sie losgeschickt, ne? Den ganzen Gebäuden, alles klar. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, da kommt meine Flotte. Okay, das heißt, ich habe ich schon ins Kap Die geschickt. Das ist Feierlichkeiten gut. sind beendet. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich kann mal gucken, wie viel Spielstunden Ihr ich schon Schiff habe in dem ist von Ding. der Überfahrt Warte zurückgekehrt. mal. Oh ja, geh halt Die da auf, ehrlich. Attraktivität Ihrer Stadt hat sich Hallo? verringert. Oh. Ihr Anno Schiff ist von der 1800. Überfahrt zurückgekehrt. 149 Stunden habe ich. Die Menschen lassen sie hochleben. So, meine Kriegsflotte kommt auf jeden Fall, das ist gut. Hi. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das sammeln sie mal da unten. Irgendwo. Also ich hatte halt jetzt ewig Probleme mit der Barrel. Die hat sich so ausgebreitet, hat fast alle Inseln gehabt. Und in der Diplomatie sah es halt so aus, dass sie 800 Militär hatte und ich 300. Und so bin ich in den Krieg gestartet. Und dafür habe ich sie gut runtergehauen, finde ich. Jetzt ist sie gut, so gut wie weg. Ja, ich spiele halt an und kram mich alle paar Monate wieder aus. Immer wenn so ein kleines DLC dazu kommt, wie jetzt der Palast aktuell. Dann zocke ich es halt immer wieder. Okay, was fehlt euch denn? Die Taschenuhren, kann ich die wieder anmachen? Na ja gut, ist eh nur fürs Gold. Ist egal. Hauptsache, ihr seid zufrieden, dann kann ich euch. Oh, ihr habt sie ja auch nicht. Habe ich Taschenuhren? Ja, gut. Ja, Gold. Gold ist problematisch. 11 Stunden. Ja, okay, bitte, da kannst du nicht weit sein. Das ist klar. So, ich mach mal auch schnell, ne? Okay. Ja gut, dafür bin ich dann natürlich weit. Ich benötige Ihre Dienste. Oh, Foto. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Vom dubiosen Geschäft hier. Was macht mir da, ha? Diese Sache hier macht mir zu schaffen. So. Auf die Station! Ganz Das musste Schlagkreuzer jetzt in sammeln. Druck gehen. Habe ich die Zeitung wieder vergessen? Oh, ich bin so eine Pfeife, immer ehrlich. Dürfte ich Ihnen diesen Naja, Isterhaus ist das schlimm schmackhaften gewesen. Apfel überreichen? Das war nicht so schlimm. Erfolg! Genau, was der Arzt mir verordnet hat. Schatzsuche. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Okay, müssen wir mal gucken, wie es mit dem Einfluss jetzt reicht. Wahrscheinlich muss ich noch ein paar Ingenieure dann aufwerten. Ich wollte, glaube ich, auch noch ein paar Goldrouten machen, ne? Okay, hier hatte ich Gold. Okay, hier können wir auf jeden Fall. Ich müsste hier Ziegel hinbringen. Habe ich hier ein Schiff? Oh, tatsächlich. Hast du Kommando in Gongo gezockt? Ja, geil. Habe ich dich ein bisschen angesteckt, hä? Einfach ein tolles Game. Jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich hier auch Gold? Hier könnten wir auch mit dem Gold arbeiten noch. Steuermann! Englische Version gleich auch schwer, alles klar. Oh.
ist doof. Was habe ich denn hier für Arbeiter? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach, weil ich hier Ziegel produziere. Ja, warte mal. Wir müssen auf Gold gehen, auf jeden Fall. So, In die Takelage! Dann kannst du doch hier hoch. Man alle Teile hat, gibt es nur auf Englisch. Ah, okay. Ja, mein Gott. Bestimmt auch cool auf Englisch. Mit den Originalstimmen und sowas. Zurückgekehrt. Okay, dann lassen wir hier Gold noch und hier lassen wir Gold. Hm. Hallo Trigger. Schiff vom Stapel Schönen gelaufen. Guten Tag. Stillgestanden, der Admiral. Ach ja, durch Frachtschiffe, dann kann ich doch da einem so Gold zuweisen. Hm. Okay, wir haben gesagt, hier. Habe ich da schon eine Route? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das meiste kennst du, ne? Verständlich. Okay, wir holen uns hier überall Gold her, auf jeden Fall. Ah, Snake 80, ja, hallo. Dann kann ich das zuordnen, natürlich. Schön, dass du reinschaust. Jetzt bin ich wieder von Gold her runtergesprungen, ne? So. Ja, wobei, wir machen da vielleicht 3 Slots. Alles andere ist ja Quatsch. Die Menschen lassen so, sie hochleben. Entladen, entladen. Entladen, entladen. Machen wir es erstmal so. Die Feierlichkeiten sind beendet. Flotte erwartet Befehle. So, wir rüsten uns vom Krieg. Die zwei noch dazu. Flotte unterwegs. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Dann machen wir hier auch noch Goldminen. Machen wir einfach ins Wohngebiet. Scheiß drauf. Egal. Pizza Cracker. Dankeschön. Ich hoffe doch, ich halte es durch. Mehr als bereit. Reicht uns das jetzt an Gold, oder? Tropico, ja, Tropico ist auch toll. Da hatte ich den, also nicht den aktuellsten, sondern den Teil davor habe ich auf jeden Fall gezockt. Wir könnten hier auch noch Gold reinnehmen, oder? El Presidente. So. Teil 5. Ah, okay. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Okay, wir müssen hier halt die Ziegeleien müssen wir hier halt abreißen, sonst haben wir keine Arbeiter. Teil 6 hat auch noch nicht gezockt. Ja, das werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal zulegen, wenn es dann schön im Angebot ist oder so. So. Zack. Gut, dann soll es eigentlich mit dem Gold jetzt da mal besser werden. Okay. Wir warten noch auf die 2 Schiffchen. Sind die schon da? Stillgestanden, der Admiral. Was machst denn du hier? Ich habe in den Hirschrein echt. Ups. Das ist so, so fällt mir das auf. Segel setzen! Vielleicht hat er sich ja gefreut über ein neues Zuhause, man weiß ja nicht. Okay, dann habe ich die ganze Flotte da. Okay. Hauen wir die Barrel weg. Schiff vom Stapel gelaufen. So, baue ich gerade eigentlich noch mehr Schrachtschiffe. Können wir da mal kurz aufhören? Das
ist jetzt an einem besseren Ort. Spielstand gespeichert. Den geht's bestimmt ganz toll. Ach ja. So, 49 Einfluss könnte eigentlich recht gut reichen. Ich glaube, wir können auch schon mal den Krieg starten, oder? Die hat doch eh kaum Kanönchen hier. Ja, die hat gar nichts. Also, fangen wir an. Bereit zum Feuern. Meine Frau sagt, sie lügen. Was? Bin ich mit dem eigentlich noch Waffenstillstand? Ja. Ja, das stimmt mit der Übersicht. Das ist echt gar nicht so einfach. Gerade bei den ganzen Routen und den ganzen Welten. Ja, Ziel, ja, schwierig. Also, Formation einnehmen. Ich kann mal ein bisschen weiter weg, sonst wird es zu laut. Das Spiel an sich sagt quasi, Spiel gewonnen, wenn du alle Gegner ausgelöscht hast. Aber im Grunde gibt es kein richtiges Ziel. Also, viele haben halt das Ziel, so viel wie möglich Einwohner zu kriegen. Da kannst du ja bis in die Millionen gehen, wobei ich das nie schaffen würde, ehrlich gesagt. Was soll's? Ich bin versichert. Ja, ist eher so ein Endlos-Game für dich. Die Revanche. Kennst du die Schlüssel? Was? Aber ich werde immer noch hier sein. Lange Oak? Längeoog? Nee, kenne ich nicht. Wie man es vielleicht schon hört. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Keine Idee, was das ist. Das eine Schiff lassen wir da, das ist ganz gedamaged. Flotte erwartet Befehl. So, next one. Dazu ein paar mehr Kanonen. Der Wind geht von oben nach unten, oder? Ich fahr mal oben rum. Was ist das denn, Pizza Cracker? Ja, das ist mir bewusst. Wir lahmen etwas. Wir lahmen etwas. Ich hätte ihm auch mal vielleicht kurz einfach Heilung geben können, ne? Aber egal. So, Freunde, komm mal rum hier. Und holt euch das Kanönchen. Die schießen wir schon. Schiff unter Beschuss. Feindliches Ziel erfasst. Alles klar, Pizza Cracker. Nee, kenne ich überhaupt gar nicht. Flotte bereit zum Feuer. Sagt mir nichts. Hast du jetzt deine Lektion gelernt, Schätzchen? Ein Schiff wurde zerstört. Ist das auch ein Game? Auch ein Schiff wurde zerstört? Ups. Voll gut aufgepasst. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Kann ich mich mal kurz um meine Wäsche kümmern? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Zerobern. Faire Sache. Ach, das ist die Insel. Ich reg mich deswegen alles klar. Nicht auf. Ach so, in der Nordsee oder so vielleicht? Kann das sein? Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Ja, die Actionmusik ist gut und die Kanonen hören sich ja halt auch mega an, finde ich, ne? Kessel unter Dampf. Wenn die da so ballern. So, wir sammeln das Sache ein bisschen mit ein und nehmen es mit. Ja, Brot braucht niemand. Da würde ich lieber das Messing mitnehmen noch hier. Segel setzen. So. In der Nordsee, ne? Ich hab's dann so in Verknüpfung mit Insel habe ich es dann doch schon mal gehört. Flotte geht auf Fahrt. Die hat ganz schön viel Kanonen, die blöde Kuh, ne? Für die kleinen Inseln. Was musst du sagen? Kann sein, dass wir jetzt noch ein Schiffle verlieren? Flotte segelt in Formation. Ja, vor allem kommen wir da recht langsam hin, weil wir komplett gegen den Wind fahren jetzt, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Hey ho, Juri! Kann das so gedruckt werden? Na, alles fit. Erwische ich sie bei besonders guter Laune. Oh, das ist scheiße hier. Das müssen wir wegmachen. Ich will sie nicht bestrafen, doch sie lassen mir keine andere Wahl. Oh, warte mal. Na klar, ja, bei mir auch. Natürlich wissen sie, was ja, das ist. Ja, fahrt halt allein her, seid ihr eigentlich blöd oder was? Wo ist der Rest? Willst es weit bringen? Was? Was soll man da noch sagen? Schiff unter Beschuss. Ja, ich weiß.
muss ja ans Kaufen denken. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. So. Flotte erwartet Befehle. Und jetzt, Freunde, fahren wir zusammen los, bitte. Spielstand gespeichert. Werde da wohl hinkriegen? Flotte bereit. Die Feierlichkeiten sind beendet. Schiff unter Beschuss. Was ist denn hier schon wieder? Könnt ihr jetzt mal was machen? Oh, Leute. Formation einnehmen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ich lass mich nicht provozieren. Flotte zum Angriff. Die Menschen lassen sie hochleben. Flotte bereit zum Feuer. Ich rufe das mal kurz ein bisschen zurück, wenn das jetzt kaputt geht. Flotte erwartet Befehle. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Feindlichkeiten sind beendet. Hat sich verringert. So, jetzt kann ich aber auch wieder kommen. Okay, nächste Insel. So. Ich würde sagen, wir haben sie bald weg. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Faire Sache. Zwei Inseln hier noch und dann noch die zwei hohe Inseln in der Arktis. Ja, nicht auf dumme Gedanken. Das merkst du aber früh, Mädel. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, der Widerstand ist schon lang rum. Du hast keine Heilung drin. Warte mal. Geschütze, Feuer! Heilung? Tiefe Heilung, dann kriegt er das mal kurz. So weit weg. Meine Cooldowns funktionieren nicht, ich weiß nicht warum. Panzerung hält, Admiral! Egal. So, da schon mal kurz. So, dann kannst du dich nämlich heilen. Okay, Achtung, Admiral anwesend. Eine Kanone, ja. Da könnt ihr ja gleich losschippern, Leute. Okay, da hat sie dann nochmal vier. Fünf Kanonen. Okay, haben wir aber gleich geschafft. Ich muss nur echt jetzt immer dran denken. Alles klar, Cracker. Dass ich hier jetzt immer dran denke, das aufzukaufen, bevor es zurückkauft. Sonst dauert es noch ewig, bis wir die weg haben. Halt dich mal ein bisschen schneller. Dass du stirbst. Okay, jetzt gucke ich mal, ob es Gold schon hochgeht. Eigentlich müsste es doch jetzt schon ein bisschen hochgehen. Ja. Können wir wahrscheinlich bald auch noch eine Goldschmiede bauen. Ich halt mein Blick, wie arg steigt. Was wir nochmal müssen auf jeden Fall ist den Linienschiffe raushauen und wir dadurch Frachtschiffe ersetzen. Haben wir nämlich noch etliche. Das ist schon Frachtschiff. Mach's mal so. Ich ersetze es trotzdem mal. Es macht zwar hier jetzt nicht so viel Sinn, aber die Linienschiffen brauchen mal Einfluss. Wieder da. Hat das ging ja flott. Sehr schön. So, wo ist denn das Schiffle jetzt? Das ich jetzt hier. Das da. Bringen wir noch die Seife weg und dann kann ich dich versenken. Vorsetzen. So. Huch. Sneebuda, Dankeschön für den Raid. Und herzlich willkommen an alle Neuen hier. Wir sind hier ein bisschen noch im Krieg. Hey ho! Dankeschön! Was habt ihr denn gezockt? Auch Anno? Jupp. Ja, cool. Ich bin hier gerade noch am Versuchen, die Barrel ein bisschen wegzuhauen. Ich ging mir ein bisschen auf die Nerven. Flotte bereit zum Feuer. So, los, Leute. Schiff unter Beschuss. Thank you.
etwas laut. Die Menschen lassen sie hochleben. Wie geht's dir denn so, Sneepuda? Alles klar bei dir? Feindliches Ziel erfasst. So, nächste Insel müsste uns gehören gleich. Ich lass mich nicht provozieren. Jawohl. Haben wir auch? Wer austeilt, muss auch einstecken können. Gut. Faire Sache. Das Ach, die hat sogar noch ein Schiff. Meine Insel. Ist ja der Hammer. Ja, nicht auf dumme Gedanken. Steuermann! Krieg ist halt leider echt ein bisschen laut. Kessel unter Dampf! Die Kanonen schon so weit runtergestellt eigentlich. Neue Befehle? Dass die hier so viel Zeug auf der Insel hat. Vor allem so viel Krusch, ne? Rest lass mal liegen, brauchen wir im Endeffekt ja nicht. Okay, eine Insel noch. Dann haben wir sie hier. Voll geil. Guck gleich mal in der Arktis, dann müssen wir sie noch aufkaufen. Ja, und sie hat schon wieder was zurückgekauft. Ah, dieses. Diese Olle, ey. So, okay. Nur noch Kap. Die Feierlichkeiten sind beendet. Was ist das? Die Attraktivität ey. Ihrer Stadt hat sich verringert. Ach, das ist ihre, ja, dann ist alles gut. Okay. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich guck mal kurz, ob es Gold jetzt besser läuft. Dann könnte ich vielleicht noch eine Goldschmiede machen. So. Nee, die Kinder wissen das nicht. Ich glaube, die würden es auch noch gar nicht raffen. Das Einzige, was die Zoe weiß, dass ich Planet Zug spiele. Also da hat sie ab und zu mal gern reingeguckt quasi. Wenn, da habe ich ihr die Tiere dann beendet. Immer zeigen müssen. Das war schon immer ganz süß. Aber sonst noch nicht, nee. Moment, da hauen noch eine Goldschmelze. Irgendwo ein Einflussgebiet von der Handelskammer. Schiff unter Beschuss. Ich sollte vielleicht erstmal nach dem Krieg gucken, ne? Ein. Wenn es hier nicht in die Hose geht. Formation einnehmen. Naja, gut, wenn wir jetzt ein Linienschiff verlieren, ist das schlimm. Die wollte ich eh versenken dann. Flotte zum Angriff. Ich bin ja mal gespannt, ob die Kinder dem Büro hier fernbleiben oder ob sie mal reinplatzen heute. Feindliches Ziel erfasst. Schauen wir mal. Das Leben ist Verlust und Enttäuschung. Ein Schiff wurde zerstört. Mach mal das Schiff platt. Kommt, das nervt mich sonst. Du hast noch lange nicht gewonnen. So. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Faire Sache. Juhu. Mehr als bereit. Das ist meine Insel. Okay. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Spiel mit denen zusammen streamen, oh Gott. Wie alt bin ich denn dann, wenn die so weit sind? Das kann auch dauern. Da bin ich schon so alt, da guckt mir eh keiner zu. Und ich glaube, denen wäre es wahrscheinlich auch peinlich, wenn die Mami da mitspielt. Lotte unterwegs. Aber das wäre natürlich schon lustig, ne? Ah je. Ah, oh, voll. Okay. In die Takelage. Aber ich hoffe, dass sie später mit mir zocken. Das wäre schon cool. Naja, wenn sie ein bisschen älter sind, holen wir uns erstmal irgendeine Nintendo-Konsole. Das ist doch dann bestimmt was Cooles. Okay, jetzt geht's nur noch ans Aufkaufen, Leute. Ich könnte vielleicht, ich habe jetzt genug Einfluss, ich fange mit der Insel jetzt auch noch an. So. Ich weiß, was du willst. Und das. Das ärgert mich immer noch, dass es sich die noch geschnappt hat. Die hätte ich mir vorher unter den Nagel reißen müssen. Das war echt mein Fehler. Naja, cool. Dann machen wir die Schiffe leer. Können wir die Linienschiffe eigentlich löschen? Deine Mom zockt Animal Crossing. Das ist halt auch voll geil, ne? Ich sag ja, Nintendo-Konsole ist, glaube ich, echt cool. Haben Sie einen Moment? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Guten Tag, Razorblade.
Dankeschön. Aber für... Also das Deutsch war gut. Hab alles verstanden. Jetzt zockt nur Heyday und Clash of Clans. Also so Handyspiele, ne? Früher Age of Mythology. Ja, cool. Also meine Mom hat früher mit mir Pharao gespielt. Ich weiß, ob das ein oder anderen was sagt. Neue Befehle? Ist ein älteres Aufbaugame. Auch ewig lang, glaubst Let's Play auf YouTube hat, glaube ich, bei mir 70 Folgen oder so, teilweise Stundenlänge. So, wo bleibt meine Flotte? Ja, die braucht noch ein wenig. Okay. Und Swing haben wir früher gespielt. Das war, das sagt bestimmt niemand was, war so ein Minigame auf, von Computerbildspiele. Musstest du Kugeln reinwerfen und sowas. Die sind dann explodiert. Schwer zu erklären. Aber war lustig. was hab ich denn da? Oh, das war doof. Moment. So. Wo sind sie denn? Da. Ich habe früher mit meinem leiblichen Vater quasi, habe ich Kobane Konga gespielt. Der hat mich dazu gebracht. So, okay. Bomberman? Nee, das sagt mir nichts. Aber ein DS hatte ich sogar, muss ich sagen. Und ein 2DS habe ich auch noch. Nur ab 3DS bin ich dann ausgestiegen. So, ich guck nochmal in der Arktis nach. Ah, dieses. Die schnappen wir uns, die Frau hier. Es kam erst der DS, dann der 2DS und dann der 3DS, glaube ich, oder? Kam erst der 3DS? Nee, oder? Oh Gott. Also ich habe die ältere Variante auf jeden Fall. Erst 3DS, ach so. Ja, dann habe ich wohl den... Habe ich dann den 3DS? Also ich hätte es gedacht, dass der 2DS zuerst da war. Weil den habe ich, glaube, oder? Ja, jetzt bin ich verwirrt. So, eigentlich könnte ich doch jetzt der Trägheit erlegen. Die Taschenwunden wieder anmachen, könnte ich demnächst noch ein paar Ingenieure aufwerten. Die Menschen lassen sie hochleben. Genau, 2DS konntest du nicht klappen. Ich habe einen, den man nicht klappen kann, auf jeden Fall. Aber das ist einer, der noch nicht 3D konnte. Und ich glaube, der 3D kam später. Hä? Ach Gott, okay. Nur dann. Kein Plan. Neue Befehle? Achtung, Admiral anwesend. So, unsere Kriegsschiffe brauchen wir ja nicht mehr. Ne, die kann ja nichts mehr machen, oder? Eigentlich kann ich doch die Schlachtkreuzer auch versenken. Ich guck mal kurz, die ist doch nirgends mehr, ne? Außer hier die Oberinsel und mit denen kannst du ja nichts abarbeiten. So, genau. Neue Welt ist weg, da sind nur die Piraten überall. Alte Welt sind auch nur noch Piraten. Eigentlich kann ich sie versenken. Hi. Pokéball schwarz, ja. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ach, die Pokémon-Spiele früher. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht. Kompromissloser Journalismus. 3DS, 26. Februar 2011, 2DS. Okay. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit Krass. Ist gerade angekommen. Gut. Deine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Ein Fähnchen im Wind. Ohne dich sind wir besser dran. Dankeschön für den Follow, Nebula. Herzlich willkommen hier. Ich hüte besser meine Zunge. Schlachtkreuzer bereit! Wie weit bist du denn so bei Anno? Gehst du auch auf Bevölkerung oder?
Oder bist du schon eine Million? Spielstand gespeichert. Ich finde es immer so krass, wie da die Leute ihre Bevölkerung aufbauen. Ich bin da voll der Loser. So, eigentlich könnten wir wieder ein paar Bauern. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich bräuchte vielleicht noch eine Arbeiterinsel. Soll ich hier noch ein paar Arbeiter machen? Läuft. Ja gut, sie haben ja keine Seife, das ist schon mal ein bisschen ungeschickt und alles. Ja. Ich glaube, ich mache mir einfach nur eine Arbeiterinsel. Sind beendet. Lass das hier als Bauerninsel da. Die so. Menschen lassen sie hochleben. Ich muss jetzt halt öfters gucken in der Arktis, dass wir da die vorwärts kommen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich okay, verringert. Dann müssen wir kurz warten. Da geht's schon. So. Das Coole ist... Du hast wohl vergessen zu fragen. Ja, ja. Wir können jetzt auch die ganzen Kanonen, die Abwehrsysteme abreißen, dann kriegen wir noch mehr Einfluss, dann kann ich endlich auch wieder Rathäuser bauen. Dann kommen wir hier mit den Items auch ein bisschen besser voran. Das ist voll geil jetzt. Ich hätte die schon viel früher weghauen müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wo hatte ich denn überall Kanonen? Sie haben an Einfluss verloren. Ach so, weil ich Militär lösche, verliere ich jetzt an Einfluss, ja. Mein Gott. Da. Hm. Boah, wie viele Kanonen und alles ich hatte, ey. Okay, warte mal. Ich hatte es überall bei den Inseln, die wir vorher mir gehört haben. Vater spielt auch manchmal, wenn er bei mir in Heroes of Might and Magic bei mir ist. Heroes of Might and Magic fand ich auch geil. Wobei die alten Teile fand ich viel besser waren als die neueren. Aber ja, die waren echt auch cool. Moment, ich gucke vorher nochmal kurz in der Arktis nach. Weil wir wollen ja jetzt die Earl hier wegkriegen. So. Das ist meine Insel. Einmal noch, dann können wir sie aufkaufen, außer sie kauft jetzt natürlich was zurück. Das kann auch passieren. Die Feierlichkeiten sind beendet. Kanone, die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Welche Insel hat noch mehr gehört? Die hier. So. Die habe ich gemacht, ja. Arktis noch. Zack, zack. Ich glaube, das war's. Der Rest hat ihr gehört. Ja. Sie haben an Einfluss verloren. Ja, ich verliere natürlich jetzt den Militäreinflussbonus, aber dafür haben wir jetzt echt 216 Einfluss. Das heißt, ich kann echt... Ich muss mir mal einen Plan überlegen, wie ich jetzt mit den Rathäusern wie und so weiter arbeite. Wie wollte ich eh loswerden? Hast du schon noch ein Schiff gehabt? Echt? Ah, Glückwunsch. Ungehorsam ist eine feine Sache. Wo fliegt ihr eigentlich mit ihren Luftschiffen rum? Die braucht doch gar nicht mehr rumfliegen, die hat doch nichts mehr. Sie sind in Ordnung. Es bringt doch ihr überhaupt nichts mehr. Okay, Piraten müssen wir bald über den Waffenstillstand machen.